Australiens Rinderfarmer stehen vor einem Problem. Ihre Cowboys schmeißen den harten Job reihenweise hin. Dafür treiben immer mehr Frauen die Viehherden durchs Land. Eine neue Zeit bricht im Outback an. Die Zeit der Gillaroos, der Cowgirls. Glassford Creek ist eine kleine Rinderfarm in Queensland im Osten Australiens. Die 19-jährige Felicia, genannt Flicky, arbeitet hier als Gillaroo. Sie ist verantwortlich für das Wohlergehen der Tiere. Ihre Stiefschwester Emma Jane, genannt MJ, lebt eigentlich in der Stadt. Sie hilft nur vorübergehend als Gillaroo aus. Tony Capel ist Flickys Mutter. Ihr gehören die Rinder der Farm. Tonys Mann Bill Oram ist Besitzer des Landes und Vater von MJ, seiner Tochter aus erster Ehe. Trotz seiner drei Gillaroos glaubt er, die Zügel in der Hand zu haben. Cowboys? Nein, auf keinen Fall sind Cowboys besser. Gillaroos sind ebenso gut. Sie können genau das Gleiche schaffen wie die Männer. Das müssen sie auch, denn die Zeiten auf Glassford Creek sind hart. Für Menschen und Tiere. Gerade haben sie eine jahrelange verheerende Dürre überstanden. Jetzt hat es 2 Monate fast ununterbrochen geregnet. Heute ist der erste Tag, an dem die Tiere die Wasserläufe wieder überqueren können. Die Rinder streifen sonst völlig frei durch 2000 Hektar umzäuntes Buschland. Zum Einfangen nutzen die Gillaroos das natürliche Fluchtverhalten der Tiere und lenken sie durch ihre Körper und Stimmen. Unter zu viel Druck geraten die sensiblen Rinder jedoch schnell in Panik. Die Rinder zusammenzutreiben und unter Kontrolle zu halten, ist keine einfache Aufgabe. Wenn alles gut klappt, gibt es einem viel Selbstbestätigung, dann denke ich, ja, wir haben es wieder geschafft. Es macht einen richtig enthusiastisch und es ist auch viel Spannung dabei. Man hofft beinahe, dass eine Kuh ausbricht, um sie zurückzujagen. Letztlich ist es jedoch einfach schön, sie im Pferch zu haben, denn das heißt, mehr Rinder kommen zum Verkauf und mehr Geld auf mein Bankkonto. Bill und seine Gillaroos haben gut 200 Rinder im Südteil des Weidelandes zusammengetrieben, um Kälber zu versorgen und Tiere für den Verkauf auszuwählen. Dazu benutzen sie eine Behelfsanlage in der Nähe. Der 10 Kilometer lange Weg bis nach Hause auf die Nordseite wäre für heute zu weit. Direkt neben den Rinderpferchen werden die Gillaroos die Nacht verbringen. Schlafen unter freiem Himmel gehört für die Gillaroos zum Job. Doch es ist viel mehr als nur eine Notwendigkeit. Hier draußen zu übernachten, ohne Zelt, einfach so in der Natur, ist unglaublich schön. Nachts liegen wir da und sehen die Sterne über uns. Morgens weckt uns der Sonnenaufgang. Es ist unglaublich. MJ hat sich für ein Leben als Krankenschwester in der Stadt entschieden. Trotzdem zieht es auch sie immer wieder auf die Farm zurück. In der Stadt ist man ständig unter Strom. Die Arbeit hier ist einfach viel angenehmer. Man schuftet den ganzen Tag, aber hat dabei immer Spaß, sodass man gar nicht merkt, wie hart es ist. In der Stadt dagegen arbeitet man von 9 bis 5 und es fühlt sich ganz sicher wie Arbeit an. Ohne die Arbeitskraft der beiden Töchter könnten Tony und Bill die Farm im Moment nicht bewirtschaften. Für bezahlte Cowboys und Girls ist schlicht kein Geld da. Als ich ankam, wollte ich nicht hierbleiben. Ich wollte zurück zu meinen Freunden in die Stadt. Ich wollte nichts lernen, nichts tun. Erst nach einer Weile wurde es besser. Die Arbeit mit den Pferden hat mir geholfen, hier zu bleiben. Für Gillaroos und Jackaroos sind gut geschulte Pferde im unzugänglichen Buschland wichtigstes Fortbewegungsmittel. Ihr Leben kann von ihnen abhängen, wenn der Boden tückisch ist oder ein aggressiver Bulle angreift.
Wenn wir mit Pferden arbeiten, wollen wir ihren natürlichen Enthusiasmus nicht verlieren. Es ist in Ordnung, wenn sie unter dem Sattel bocken oder vor uns davonrennen wollen. Wir müssen ihnen nur beibringen, uns zu respektieren und das zu tun, was wir von ihnen verlangen. Dabei ist es wichtig, Härte und Sanftheit gleichermaßen einzusetzen. Nach der Rinderauktion beginnt das liebste Freizeitspektakel von Gillaroos und Jackaroos. Rodeo im Great Western Hotel. Heute dürfen bei der Spezialdisziplin Tonnenreiten auch die Frauen in die Arena. Dann ist MJ auch schon dran. Die meisten der Jugendlichen in der Stadt ziehen Rodeo jedem Disco-Besuch vor. Zumal hier richtig geflirtet wird. Flicky und MJ feiern MJs ersten Rodeo-Erfolg. Immerhin der 15. Platz von 25. Bisher habe ich noch niemanden getroffen, aber heute Abend könnte ich Glück haben. Bei einem Rodeo ergeben sich immer viele Flirtchancen mit den Jungs, die hier rumrennen. Das ist toll! Zurück in Glassford Creek müssen alle wieder anpacken. Nach dem schlechten Verkaufsergebnis ist die Lage kritischer denn je. Auch Bill muss über Alternativen nachdenken. Wir lieben diese Farm und unser Leben hier. Ein Plan wäre, andere Menschen aus aller Welt erleben zu lassen, was wir hier haben. Sie könnten kommen und bei allem auf der Rinderfarm hautnah dabei sein. Das wäre ein Weg, unsere Farm und unsere Lebensweise zu retten. Doch kurzfristig reicht das nicht aus. Mein Herz ist sehr schwer, denn ich liebe dieses Leben und es erfüllt mich unendlich. Ich will nicht zurück in die Bank gehen, aber ich muss es tun. Mein Ziel bleibt jedoch, ganz hier zu leben und irgendwie werde ich das schon schaffen. Hey!